Moin miteinander! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Channel. Und ja, wir haben mal gedacht, wir machen heute einen ganz entspannten Backvlog. Ob man das auch Vlog nennen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollen wir so ganz entspannt heute einfach nur backen und filmen uns dabei nebenbei. Wir machen Vanillekipfer, wir haben dafür eine Backmischung genommen, eine ganz herkömmliche. Und wir backen noch so ein paar Ausstechkekse. Mhm. Und ja, ich benutze meine Dino-Stecher. Dino-Stecher am Stüssel. Ja, die besten Ausstechformen. Mhm. Ja, und einmal eine Backmischung. Für Vanilleköpfe. Die hatten wir noch, deswegen. Ja, ja, dann setz dich hier hin. Prost. Nö, Human. Nein? Nö, einfach nein. Ups. Deine Nase. Ich hab deine Nase. Komm. Ich weiß, wir sind auf deinem Platz, ne? Gut. Ja, wir haben uns noch einen kleinen Glühwein dabei schön warm gemacht, damit es noch gemütlicher wirkt. Ich meine, das ist Tee. Schmeckt das so was? Ist jetzt Jasmin-Tee. Oh, das ist vielleicht auch das Logo. Was los, Pus? Mütchen nerven sich. Mütchen nerven sich. Komm her. Auf jeden Fall fangen wir mal an mit dem Backkuchen. Backkuchen? Ja, Backe Kuchen. Genau, also ich habe hier meine Backmischung von Vanillekipfel, die hatten wir noch. Normalerweise benutzen wir keine Backmischung, aber die hatten wir noch. Und wir dachten, wir verarbeiten die mal. Brauchst du den Messding? Ich brauche die. Nee, stimmt, brauche ich eigentlich keine. Kann ich die ja haben? Nein. Guck mal, hier ist Bruder. Bruder. So, Mehl. Ich bin gerade am Überlegen. Du hast da nachher noch 50 Gramm Butter übrig, ne? Ja. Ich versuche mir das gerade einzuteilen. Dann mops ich mir das mal, weil ich mache jetzt mal die doppelte Menge an Teig. 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 Das heißt, ich brauche 450 Gramm Mehl. Für den Tisch. Für den Tisch. Dann kannst du deinem Papa auch noch ein bisschen Käse schicken. Vielleicht bleiben dann noch ein bisschen von deiner Mama. So, darauf kommt dann. Warum ist denn der Zuckerpott so eingesaugt? Du fragst mich immer Sachen. Ja, ne? 220 Gramm Zucker. Butter ist ein bisschen zu weich. Zu weich. Zu weich. Darum mag ich lieber feste Butter. Komm schon. Mach mal ein bisschen weniger Zucker. Das ist mir ein bisschen zu viel Zucker. Das wäre ja jetzt noch zu leicht gewesen, hätte das geklappt. Okay. Mies, den willst du jetzt auch noch ablegen. Ja, wir haben ein Handrührgerät! Ausgeliehen von Jessicas Mama. Von Mutti geklaut.
Aber ich mache jetzt ein bisschen Buttervanille rein, einfach nur, weil ich es kann. Weil Nella unbedingt die zimtigen Kekse haben möchte, die ich vor einer Woche gebacken habe. Ja, die sind geil. Ein Zimt. Zwei Zimt. Und was ich bei den letzten gemacht habe, wenn ich es finde, habe ich eine kleine Löffelspitze. Das kann bloß hineingehen. Vanillekipfel musst du kneten können, ne? Eigentlich ja, ich meine schon. Und jetzt mache ich etwas, was nicht im Rezept steht. Schon wieder? Würde ich nie machen. Ein bisschen Schnaps. Ein ganz kleines bisschen Schnaps. So. Und mal eben ein Messerchen. Nein. Damit ich das Raut runterkratzen kann. Und dann tue ich das auf ein Blech. Ich, viel Teig, kann gar nicht sein. Ich habe einen auch halbiert. Erstmal. Ja, vielleicht mache ich das auch. Nein, ich habe den T-Rex geköpft. Ich bin ein Monster. Ich habe über dich, deine Familie, ganz besonders. Ja, wie ihr sehen könnt, sind die Kekse schon fertig. Da sind auch gerade zum Auskühlen. Und wir fangen jetzt mit dem Dekorieren an. Ich habe hier schon mal ein bisschen Puderzucker flüssig gemacht. Ich Diabetes. Ja, aber jeder weiß, wie sehr ich auf Diabetes stehe. Das ist ein kleiner geheimer Fetisch, ich weiß wohl. Es gibt nichts Geileres als Dia und Betis. Sagte sie bestimmt direkt in die Diabetes. Kannst du mir ganz bisschen hier auf dem Stern machen? Stopp. Brauch den nur als Kleber. Zack. Nein, nicht weglaufen. Doch. Bei dir auch? Hey! Hey, ich wohne immerhin schon seit ein paar Tagen bei dir. So ein oder zwei, ne? Monate. So. Kann ich dekorieren? Alter, wie geht das denn auf? Läuft. Wortwörtlich. Läuft runter. So. Vanilla-Kippo. Ja, ich hab Vanilla gesagt. Oh, mein Gott. Oh, dieser Kippo. Don't do this. So. Hey, hey, baby. Das klingt wie ein Ohrwurm. Es tut mir leid.
Rezept. Ich fühle richtig seinen inneren Hilferuf. Er hat seinen Kopf verloren. Aber das kann man ganz schnell ändern. Oh mein Gott. Nachdem wir ihn bespritzt und bespritzt. Ja! Weihnachtsmann. Och man. Muss man nicht dem Dino auch noch ein Augi? Nein. Doch. Du verunstaltest meine Plätzchen nicht. Das darf nur ich. Pack ihn auf den Teller für die Kaputte. Oder wie ihr Mund. Naja, du hast gesagt, ich benutze meine Hände. Sie war nämlich gegen die Dino-Plätzchen. Den Mann. Mein armer T-Rex. Ich finde das schön, wie ich das hier einfach dekoriere und du einfach nirgendwo Streusel drauf machst. Ja. Da bringst du irgendwo ein bisschen Streusel drauf. Da habe ich Streusel drauf. Ein bisschen. Hast du mal ein Stück Stern schon gesehen? Ich finde das so gut, dass ich das gekauft habe. Dieser T-Rex hat ziemlich viel Scheiße gesehen. Just one tiny decoration. No. Just a sparkly Christmas ball. No. Ja, es ist jetzt auch schon wieder 10 Uhr abends. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich dekoriere den Rest der 10.000 Kekse, die wir gebacken haben, morgen weiter. Das war's dann heute mit unserem Weihnachtsbackblock, Weihnachtsbäckerei-Video gedönst. Ja. Ich hab voll auf Hause, sonst wird's dann gleich ein. Kann rutschen. 10 Euro. Okay. Also, morgen mache ich dann den Rest der Deko. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten, was auch immer wir machen werden. Und bis dahin. Ciao. Tschüss.